Grüß Gott und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Ländle TV der Tag. Diese Themen gibt es für Sie heute. Baumesse Kombau geht in die siebte Runde. Sicheres Vorarlberg belohnt die Gewinner der Aktion Sehen und Gesehen werden. Und zum Schluss, wie gewohnt, die Aussichten vom Kachelmann-Wetter. Ende Februar ist es wieder soweit. 250 Aussteller beleben erneut das Messegelände und präsentieren neueste Lösungen rund um den Bauprozess. Kaufen, mieten, bauen. Begriffe, die in den letzten Jahren für Kopfzerbrechen sorgten. Besonders in Vorarlberg, wo die Mieten 28% über dem österreichischen Durchschnitt liegen und viele Menschen über die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Was hier zählt? Expertenwissen und Austausch. Das bietet ab Ende Februar das Raiffeisen Bauforum auf der 7. Kombaumesse in Dornbirn. Warum Vorarlberg so ein teures Pflaster fürs Wohnen hat, hat mehrere Gründe. Das beginnt beim eigenen Anspruchsdenken, das setzt sich über die hohen ökologischen Standards fort, das beginnt und hat auch einen, sozusagen eine Basis in den teuren Grundstückspreisen. Und all das hier ist eine ausgewogene Mischung zu finden. Was ist dann für mich wirklich am Ende des Tages bedeutend und wichtig? Ich glaube, da kann man, ist man in der Phase froh, wenn man den einen oder anderen Tipp oder Hinweis kriegt. Es gibt ganz unterschiedliche Interessenslagen. Aber für die jungen Menschen ist wirklich die große Frage, was gibt es für Trends, was gibt es für Tendenzen. Wobei ich glaube, ganz generell, die Kombau bietet hier wirklich ein total interessantes Spektrum. Ich habe das jetzt gerade auch aus den Referaten hier mitbekommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge und neuartige Baustoffe und alles, was rund um CO2-Einsparung und CO2-Ersparnis geht, sind alles Themen, die man heute natürlich auch berücksichtigen muss. Wenn es um den Traum vom Eigenheim geht, zählt neben Fachwissen aber vor allem Innovation und Nachhaltigkeit. Was heuer sicherlich ein großes Thema sein wird, ist einfach das grundsätzliche Thema Nachhaltigkeit, das sich durch alle Themen und Branchen durch uns durchzieht. Wir haben das immer wieder bei der Kombau mit dabei gehabt, mit neuen Baustoffen und Energiethemen war immer wieder. Aber ich glaube, heuer ist es ganz, ganz wirklich ein Thema, wo wirklich durch alle Bereiche durchgeht, auch bei den Ausstellern sich jeder darum bemüht. Und im Raiffeisen Bauforum werden wir natürlich speziell über neue Wohnformen, neue Bauformen, Green Building, Urbanität, alles so Themen, die einfach ganz aktuell sind und da wird sich eigentlich bei der Kombau auch sehr, sehr viel zeigen. Die ganzen neuen Baustoffe, die kommen, also da wird es auf der Kombau zum Thema Materialwende auch sehr viel geben. Thema Energie, ein großes Thema, Photovoltaik, wie schaut das aus? Ich glaube, wir werden uns viel bewusster sein müssen, wie wir bauen, was wir bauen und nicht nur für uns jetzt, aber auch für die nächsten Generationen, dass wir einfach wirklich unseren Wohnraum, der ja wunderschön ist hier im Ländle, auch wirklich erhalten und diese Wohnqualität leistbar halten, aber auch wirklich die Qualität hochhalten. Also unsere Schwerpunkte sind schon hauptsächlich unsere Sonderausstellungen, also einmal das Bau mit Lehm, das ist, wie der Harald gesagt hat, ein Rohstoff, wo es ja eigentlich schon ewig gibt und wo man noch eigentlich nicht, gar nicht so viel verwendet, was einfach noch ein bisschen mehr Kummer könnte. Und die ganzen neuen Materialien, natürlich das Upcycling, dass man einfach Produkte wiederverwendet und auch eher bei Häuser, wo einfach entweder saniert oder zumindest die Materialien für die nächsten Bauten wiederverwendet. Das sind einfach wichtige Themen, wo wir anschneiden möchten und aufzogen möchten. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann bei der Kombau vom 28. Februar bis 1. März 2020 im Messequartier Dornbirn vorbeischauen. Mit bunten Wollmützen und Medaillen wurde die Klasse 3b der Volksschule Rheindorf-Lustenau zu Reflektoren-Champions geführt. Sicheres Vorarlberg und die Bildungsdirektion belohnen so die Gewinnerklasse der Aktion Sehen und Gesehen werden im Straßenverkehr. Früh morgens, wenn sich Kinder im ganzen Ländle auf den Schulweg machen, bringt die dunkle Jahreszeit schon mal Gefahren im Straßenverkehr. Mit Warnwesten und reflektierender Kleidung macht man sich da leichter sichtbar im Frühverkehr. Sicheres Vorarlberg hat so das Projekt Sehen und Gesehen werden für Schulen gestartet, um spielerisch zur Sicherheit im Straßenverkehr zu motivieren. Es gibt jedes Jahr die Ausschreibung in Schulen, die können sich nachher anmelden bei uns, nehmen dann bei der Aktion Sehen und Gesehen werden teil. Das heißt, da dürfen die Schüler mit den Lehrern und nur die Eltern mitkommen und da fahren sie mit dem Bus irgendwie am Abend raus und dann sagt man ihnen, was passiert, wenn man reflektierende Materialien anhat und was passiert, wenn man sie nicht anhat, eben, dass man einfach dieses eindrücklich wird, was der Unterschied einfach ist. Und anschließend können sie nachher bei dem Reflektor-Champions mitmachen und wenn sie dann wirklich die Warnwesten in die Schule anziehen, kriegen sie von der Lehrerin einen Sticker und wenn das Plakat voll ist, dann können sie es einschicken und dann können wir jedes Jahr eine Klasse zu unseren Reflektor-Champions.
Die Klasse 3b der Volksschule Rheindorf-Lustenau haben dieses Jahr am meisten Sticker gesammelt und fleißig jeden Tag ihre Reflexionskleidung getragen. Zur Belohnung gibt es eine Goldmedaille und grüne Wollmützen. Wir wissen, dass in dieser dunklen Zeit, in dieser Winterzeit, am Morgen auf den Straßen, wenn es mitunter auch noch regnet, die Kinder einfach schwer zu sehen sind. Und da ist es einfach für die Sicherheit der Kinder von immenser Bedeutung, dass sie durch Warnwesten, durch Reflektoren sichtbar gemacht sind, sichtbar gemacht werden. Es ist inzwischen einigen Schulen ein echtes Anliegen, dass die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse Warnwesten tragen. Und wenn das gewünscht wird, bekommen sie es natürlich von uns, weil wir das in jeder Hinsicht unterstützen. Das ist aber eine freiwillige Sache, das wird von den Schulen beim Schulforum beschlossen. Jährlich nehmen bis zu 4000 Schulkinder, Eltern und Lehrer an der Aktion teil. Aus insgesamt 120 teilnehmenden Klassen darf sich die 3B also stolz Reflektor Champions 2020 nennen. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl und ich bin richtig stolz auf meine Klasse, dass sie da so fleißig diese Sticker gesammelt haben. Und sie haben sich eigentlich ja, sehr gut gegenseitig motiviert und auch immer wieder gesagt, trag die Leuchtweste, es ist so wichtig. Und ja, ich habe eine große Freude über den Sieg meiner Klasse. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Alle Kinder sollen eine Leuchtweste tragen. Und auch alle Erwachsenen. Die Jüngsten machen es vor, dass Wachsamkeit und gut sichtbare Kleidung das A und O für Sicherheit auf den Straßen sind. Und nun einen Blick auf die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Durch Zufall 750 Jahre alt. Historiker Meinrad Pichler erzählt im VN-Gespräch Besonderes aus der Geschichte von Schwarzenberg. Society-Expertin Lisbeth Bischoff aus Dornbirn kannte Udo Jürgens gut. Als Hommage tourt sie durch Österreich. Vorarlberger Gastro-Küchenspezialist FHE baut im neuen Leipziger Stadion 31 Küchen. Großaufträge aus Hotellerie und Gastronomie. Das war die heutige Ausgabe von Ländle TV der Tag. Gleich gibt es wie üblich die Wetterprognose für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Erlebe einen kulinarischen Abend im frühzeitlichen Montafon und tauche ein in die Welt der Montafoner Sagen mit Hertha Glück. Die Vollmond-Sagenwanderung findet am 8. April von 16.45 Uhr bis 22 Uhr statt. Anmeldung und Info auf montafon.at/vollmond-sagenwanderung. Treffpunkt bei der Montafoner Christbergbahn im Silbertal. Wussten Sie, dass sich ein ganzes Filmteam in Ihrer Hosentasche befindet? Filmen, schneiden und vertonen, das alles können Sie mit Ihrem Smartphone. Lernen Sie jetzt im Kurs Smart Video der EPOS Akademie, wie Sie Ihr Smart Video Projekt planen, Ihre Geschichte erzählen, Ihr Projekt technisch umsetzen und die richtige Veröffentlichung Ihres Smart Videos. Alle Informationen und Termine zum Kurs finden Sie unter eposakademie.at. Das sonnige Ländlewetter hält an, die Nebelgefahr ist momentan selbst im Rheintal gering. So gibt es einen trockenen, kalten, frostigen Start in den Freitag. Die Temperaturen liegen bei minus 1 bis minus 5 Grad, in schneebedeckten Höhenlagen bei rund minus 10 Grad. Verbreitet scheint die Sonne und das bleibt ganz Tag so. Es ziehen nur zeitweise ein paar dünne, hochliegende Schleierwolken am Himmel durch. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 5 bis 8 Grad plus. Auch in den Bergen wird es wieder milder. Die 0-Grad-Grenze steigt auf rund 2500 Meter Höhe. Die weiteren Aussichten? Am Samstag und am Sonntag gibt es weiterhin viel Sonnenschein und tolles Wintersportwetter. Die Nächte sind jeweils leicht frostig. Tagsüber gibt es um 7, am Sonntag mit langsam auffrischendem Wind bis zu 11 Grad. Achtung! Am Montag zum Start der Semesterferien droht eventuell ein schwerer Sturm. Noch sind sich die Wettermodelle nicht ganz einig. Wir verfolgen die Lage in den nächsten Tagen hier bei Ländle TV. Allerdings könnte es einen sehr stürmischen, wechselhaften Wochenstart geben.